Im Science-Fiction-Highlight Transformers – Aufstieg der Bestien muss die Erde von einem Planetenfresser beschützt werden. Um das zu ermöglichen, bilden die Autobots sowie die beiden Menschen, Noah und Elena, ein Team. Letztendlich wird er alles, was dir wichtig ist, verschlingen. Vielleicht gibt's noch einen anderen Weg, um unsere Heimat zu retten. Solch einer Bedrohung musstet ihr euch noch nie stellen. Verkörpert werden die beiden von Dominic Fishback und Hamilton-Star Anthony Ramos, die uns via Videocall Rede und Antwort stehen. Da sich Noah und sein Bruder Chris im Film sehr nahe stehen, wollen wir vom 31-jährigen New Yorker wissen, welche Rolle sein richtiger Bruder in seinem Leben spielt. It's difficult, right? Es ist echt hart, etwas zu erreichen, von dem man träumt. Es gibt Hochs und Tiefs, manchmal erfährt man pure Freude, an anderen Tagen Traurigkeit. Meinen Bruder immer und überall bei mir zu haben, gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Ganz gleich, was es ist, ich weiß, dass er da ist. Das war schon so, als wir noch Kinder waren. At least no matter what I'm going through, at least I know he's there. You know, when we were kids growing up. Und als Dominic noch ein Kind war, träumte auch sie von der ganz großen Schauspielkarriere. Doch um diesen Wunsch erfüllt zu bekommen, musste nicht nur sie ein Risiko auf sich nehmen, sondern auch ihre Familie. Maybe going to college for acting. Das war, als ich für die Schauspielerei aufs College ging. Es war eine private Universität, die echt teuer war. Dadurch hatte ich einen riesigen Schuldenberg. Genauso wie meine Mom und mein Onkel, der meinetwegen sogar sein Haus riskierte. Hätte ich meine Schulden nie beglichen, hätten er und seine Frau absolut alles verloren. If I didn't pay back my debt from school or my mom didn't, it would fall on my uncle and his wife and their house. Doch so weit kam es nie, denn wie wir jetzt ja wissen, hat es mit der Karriere hervorragend geklappt. In Transformers überzeugt die New Yorkerin an der Seite von Co-Star Ramos mit smarten Schachzügen, viel Wissen und Furchtlosigkeit. Unsere Prognose lautet: Aufstieg der Bestien wird sein Publikum mit tiefgründigen Figuren überraschen, während die Action-Szenen selbstverständlich wieder den gewünschten Wow-Effekt liefern werden.